Aus! 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 Wer ist da? Hey! Ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir! Lass mich in Ruhe! Was willst du von mir? Wer bist du? Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Hey, ist das ein Schizophrener oder was? Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Weiwei. Ist Nigel hier irgendwo? Ja, er ist Nigel. Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Ich gehe dann mal wieder. Ich will noch mal gucken. Scheiße. Schade. Keine Ahnung wie. Besser nicht. Besser nicht. Mist. Gut, dann erzählen wir erstmal die Neuigkeit, würde ich sagen. Oh, jetzt muss ich nochmal ganz rund laufen, das gibt's ja nicht. Schneller. Ist das dunkel hier? Weiwei. Nicht Lesegerät. Nein, Salvador will ich reden. Geh deine verdammte Pause machen! Kein Wort gesagt. Pause machen, verdammt! Gibt's ja nicht. Ah, da waren wir doch gerade. Nee, will ich nicht. Mist. Ich will zurück. Nochmal zurück. Ganz zurück. Und hoch. Die Lampen sind immer noch aus. Oh je. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Delvin arbeitet an dem Laser. Ach so, der wollte es ja gar nicht erzählen. Wie funktioniert die Membran? Hatten wir schon. Hast du Durst? Kann man das trinken? Ich weiß nicht. Dann lieber nicht. Nee. Das würde ich an deiner Stelle... Schade. Das würde ich an deiner... Schade. Brauchst du Seife? Na, danke. Das bringt nicht. Das wird. Tja, jetzt hänge ich wahrscheinlich noch wieder und deshalb würde ich mal sagen. Nee, will ich noch nicht sagen. Ich. Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, ich mache hier wieder eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Nach der letzten Folge, so wie es üblich ist, glaube ich. Gut. Ich sag dann mal vielen Dank. Ganz, ganz großes Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Skarados. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei A New Beginning. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe keine Ahnung. Ist jetzt schon eine Woche her seit der letzten Aufnahme und... Aber ich muss ja sagen, es wird immer interessanter hier. Also mir gefällt das echt gut. Delvin, die Zeitkapsel ist immer noch repariert wahrscheinlich. Was haben wir denn alles im Inventar? Die Red Curry Cola. Ja, cool. Kann man die trinken? Können wir die trinken? Ich weiß nicht. Ja, ich will sie... Oh. Na, schade. Oh. Nee, aufmachen.
so trinken. Nein, es ist schwarz und man kann nicht mal mehr durchgucken. Verdammt. Schade. Das Zeitfunkgerät. Kann man damit irgendwas anstellen? Benutzen Sonde. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Schade. Die steht doch direkt hinten dran. Wahnsinn. Mein Zeitfunkgerät. Es gehört zur Standardausrüstung eines jeden Funkers. Ach nee, die andere Sonde da. Stimmt, die fernstiegende Sonde da. Egal. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Das Laser, der Laser hier hat gerade einfach mal aufgehört zu lasern, als wir mit dem geschwätzt haben. Aber egal, falls dir jemand aufgefallen ist. Naja. Wir gehen mal zum Salvador. War die ganze Zeit so lahm. Ach, hier haben wir einen flackernden Buchstabe. Da haben wir ein Stück rausgefräst, stimmt. Zerschlagen. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein. Das wäre beides nicht nett. Einfach mal Salvador einsperren. Muhaha. Nee, gar nicht. Stimmt. Haben wir die Red Curry Cola schon mal dem Delvin gezeigt? Das bringt nichts. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit der scheiß Cola? Nee. Auf den Datenkristall schütten. Wie wär's damit? Schade. Bücher. Schraubenzieher, nee. Red Curry Cola. Nee. Schade. Paddel, Red Curry Cola. Ich weiß nicht. Schade. Messer, Red Curry Cola. Die Flaschen haben einen Drehverschluss. Na, dann machst du doch auf. Red Curry Cola. Mach dich wach. Vielleicht mit der Seife? Besser nicht. Schade. Ein Zeitfunkgerät? Nö. Schade. Sonde. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Verdammt. Und jetzt? Und jetzt? Geh deine verdammte Pause machen. Halt doch die Fresse. Sorry. Gehen wir mal zurück zum Delvin. Mal gucken, was der zu Cola sagt und einfach mit dem schwätze. Mal sehen, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge schon gemacht habe. Wenn ja, entschuldige ich mich dafür. Ansonsten machen wir es halt jetzt nochmal. Oder machen wir es jetzt mal. Besser gesagt. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energie... Das Netz zieht... Das hatten wir schon. Delvin arbeitet an dem Laser. Nee, wirklich? Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Mist. Ach nee. Mist. Haben wir noch mehr Motten? Ausrüstung, Cola, Ausrüstung. Nee. Dann geh mal zurück. Gehen wir mal wieder zum Pseudo-Nigel. Ich weiß nicht, wie der heißt. Hier an der Ausrüstung haben wir schon rumgefuscht, oder? Bestimmt. Naja. Quietschknacks. Gehen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir uns jetzt auch hinlegen. Wir haben doch hier schon alles gemacht. Ich verstehe gerade nicht, was man hier machen solle. Scheiß Datenkristall müssen wir irgendwie kriegen. Keine Ahnung wie. Nee. Nö. Nö. Du sollst das Ding auch nehmen. Weiß nicht. Hä? Keine Ahnung wie. Red Cup.
Ordner doch schauen. Ah, jetzt kann er wieder nehmen. Gut. Oder schmeißen. Geht das? Hallo? Wo läufst du hin? Na, wieder zurücklatschen. Hier diese komischen Lampen, die brauchen wir. Schätze ich mal. Steckplatz. Das? Ah. Sockel, Steckplatz, Steckplatz. Haben wir uns die schon angesehen? Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Ja, das hatten wir ja schon. Sockel betätigen. Es passiert nichts. Und wenn wir das hier Ding nehmen und da reinstecken. Hoppala. Rein damit. Und jetzt betäten. Es passiert nichts. Schade. Und nochmal nehmen. Hoppala. Ach, du sollst das Ding da reinstecken. Mann. So, jetzt. Betätigen. Es passiert nichts. Schade. Dann nehmen wir uns das Ding mal raus. Haben wir da noch einen Steckplatz? Intakter Chip. Den blöden Terminal. Der neue Chip sieht viel besser aus als der alte. Wir hatten doch unten ein kleines Rätsel. Vielleicht müssen wir da mal hingehen. Und die Turbinen anschalten. Vielleicht müssen wir das mal lösen. Ich habe mich ja geweigert. Kann man das so ausdrücken? Rinnsal. Lampe. Ja, nee. Linker Schaukasten, rechter Schaukasten. Schön. Gehen wir da mal rein. Tippi besuchen. Sonde. Warum passiert denn nichts? Wo ist die Maus hin? Warum ist die Maus weg? Maschine. Lesen. Red Curry Cola. Neu. Ah. Na toll. Schlitz. Maschine, Münzbehälter. Kann man jetzt noch eine nehmen eigentlich? Leer. Oh. Schade. War nur eine drin. Lampe. Ach nee. Und hier? Das. Nein, nein. Schade. Terminal? Ach nee. Da ist ja ein Schalter. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Strom an. Strom aus. Momentan steht er auf aus. Wie blöd kann man sein? Den habe ich gar nicht gesehen. Nichts. Ich muss wohl erst den Generator anbekommen. Na gut. Probieren wir das mal. Warte, ich will erst an der Tür klopfen. Bist du noch da? Ja. Ich gehe dann mal wieder. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Bedienen. Gucken, ob wir das Rätsel gelöst kriegen. So. Können wir das Inventar aufmachen? Nö, natürlich nicht. Scheiße. Wie machen wir das? Ach, das war rücksetzen. Scheiße, jetzt ist wieder alles weg. Ich glaube, ich schreibe mir hier mal gerade was auf. Weil dem letzten Mal schon so lange hier rumgedingelt, dass es nicht funktioniert hat. Gell? Nummer 1. Geht nach oben. Wenn man rechts drückt. Nee, wenn man im Uhrzeigersinn dreht. So rum. Geht nach oben. Wenn wir im Uhrzeigersinn. So.
Und da runter, ja genau. Der leuchtet. Und hier der... Der geht nach unten. Der geht 2 nach unten. Sogar 3. Der geht 3 nach unten. Und der zweite geht 3 nach unten. Wenn man im Uhrzeigersinn dreht. Ne? Ja, und das darf nicht ganz nach unten gehen, genau. Und der dritte, der geht 2 nach oben, wenn man im Uhrzeigersinn dreht. 2 nach oben. Gut, machen wir wieder zurück. Der vierte, der geht 3 nach oben. 3 nach oben, wenn man im Uhrzeigersinn dreht. Ne? Haben wir's. Und der letzte, der fünfte. Der funktioniert gar nicht, Robert. Nee, warte. Probieren wir mal aus. Nee. Ja, der geht gar nicht. Scheiße. Wie machen wir das jetzt? Sprich, da fehlt die fünfte Sicherung, schätze ich mal. Würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir mal den zweiten, der geht 3 nach unten. Und dann den fünften. Okay, dann geht der schon mal nicht nach unten, der fünfte. Und die Nummer 4 geht 3 nach oben. Und dann probieren wir den fünften. Warum geht das nicht? Was sind das hier eigentlich für Lampen? Oder Dinger? Okay, ich probiere mal irgendwas aus dem Inventar darauf zu schmeißen.